Irgendwie hat ein PKW die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist dann wohl gegen den Baum gekracht und hat dann irgendwie Feuer gefangen. Das Fahrzeug hat halt vorne aus dem Motorraum rausgeraucht und es war keine Person mehr im Fahrzeug. Wo Wasserversorgung aufbauen und versuche das Fahrzeug abzulöschen und dann halt im Prinzip mit der nächsten Mannschaft letztendlich den Motorraum noch aufmachen und dann weiter ablöschen. Wir sind hier die Ochsenwanger Steige runtergefahren und haben gesehen, dass ein BMW von der Fahrbahn abgekommen ist. Es waren schon ein paar Autos da gestanden. Dann haben wir halt die Unfallstelle ein bisschen abgesichert, damit da nicht noch weiteres passiert, und sind eben jetzt noch da geblieben, bis die Rettungskräfte gekommen sind. Dass die verdammt viel Glück gehabt haben, weil wenn man die Bremsspur gesehen hat, direkt in den Wald rein, je nachdem, mit Baum, das hätte ganz anders ausgehen können. Also sind beide zum Glück unverletzt ausgestiegen. Da ist man dann schon ein bisschen erleichtert.